Die Versicherer wehren sich. Ihnen geht es um 100 bis 200 Millionen Mark pro Jahr an entgangenen Prämien. Wer erwischt wird beim Mogeln, der wird natürlich in die ihm zustehende Schadensgruppe eingestuft. Darüber hinaus muss er ein Jahr den doppelten Beitrag zahlen, im Extremfall also eine Prämie von 400%. Das kann unangenehmer sein als der Blechschaden selbst. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. Oktober. Der über dem östlichen und südlichen Deutschland liegende Wolkenstreifen gehört zu einem ostwärts abziehenden Tiefausläufer. Hinter ihm fließt am Samstag auf der Vorderseite eines neuen atlantischen Frontensystems wieder sehr milde Meeresluft aus Südwesten nach Deutschland ein. Die Vorhersage für morgen: wolkig mit Aufheiterungen und überwiegend trocken. Am Abend im Nordwesten wieder Eintrübung. Tiefstemperaturen um 10, Höchsttemperaturen 14 bis 19 Grad. Im Südosten Tiefstwerte um 6 und Höchstwerte um 20 Grad. Mäßiger bis frischer, im Norden starker Wind mit zeitweiligen Sturmböen aus Süd bis Südwest. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Dieser enthält das vollständige Interview mit dem amerikanischen Abrüstungsexperten Edelman sowie eine Analyse zur Frage, werden deutsche Waffen nach Nahost geliefert? Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier beim ersten Programm. Den Science-Fiction-Film Buck Rogers sehen Sie gleich nach dieser kurzen Übersicht. Mit dem Beitrag Friedenskampf in Frankreich, eine Fehlanzeige um 21.45 Uhr, versuchen die Autoren zu erklären, warum es in Frankreich bisher keine nennenswerte Friedensbewegung gibt. Um 21.30 Uhr folgen dann die Tagesthemen, wie gewohnt am Freitag mit dem Bericht aus Bonn. Und in der Sportschau um 23 Uhr berichten wir über die Fußball-Bundesliga und über den Trab-Europapokal in Hamburg. Um 23.25 Uhr zeigen wir Ihnen dann den dritten und letzten Teil des Fernsehfilms Wie eine Träne im Ozean, nach dem gleichnamigen Roman von Manis Sperber. Er spielt während der Wiener Arbeiteraufstände im Februar 1934. Mit letzten Nachrichten der Tagesschau gegen 0.50 Uhr endet dann das heutige Programm der ARD. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen jetzt den amerikanischen Science-Fiction-Film Buck Rogers, der die Heldentaten der legendären Comic-Strip-Figur im 25. Jahrhundert schildert. Regisseur Dan Haller hat den Film 1979 als heiter-ironisches Liebes- und Weltraumabenteuer inszeniert. Guidance internal. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1.